Ich habe mir jetzt in der Black Week ein wirklich günstiges Reifendruckkontrollsystem bestellt und ich zeige dir in diesem Video, was ich für die knapp 30 Euro erhalten habe. Danach installieren wir das ganze System, nehmen es in Betrieb, testen es und am Ende gebe ich dann noch ein Fazit mit den Vor- und Nachteilen ab. Ich bin Per von Rund Europa. Seit 13 Jahren sind wir mit dem Wohnmobil in bisher 23 Ländern unterwegs gewesen und fahren mit unserem leicht modifizierten Alkovenreisemobil auch gerne mal etwas abseits der schnellen und komfortablen Routen. Das eingebaute Reifendruckkontrollsystem bei unserem 2019er Ducato zeigt ja lediglich nur kurz nach dem Start den Druck in den Reifen an und das auch nur, wenn er vom eingestellten Wert abweicht. Bei uns also immer, da wir unsere AT-Reifen meist mit leicht vermindertem Druck von ca. 4,7 bar fahren. Leider kann man den Sollwert bei unserem Ducato nicht einfach definieren und selbst einstellen. Auch unsere Werkstatt hat das bisher nicht wirklich umstellen wollen. Da die Anzeige mit den Werten aber ja nach kurzer Zeit verschwindet und dementsprechend im Display nur noch dieses kleine rote Reifenwarnsymbol leuchtet, habe ich keinen Überblick über die aktuelle Situation während der Fahrt. Das soll nun dieses kleine Set hier ändern. Normalerweise kostet dieses Set etwa 40 Euro. Es gibt bei Amazon bestimmt 5 verschiedene Angebote unter immer einem anderen Markennamen, die immer gleich aussehen. Bei diesem hier ist gar kein Markenname angegeben. Es steht lediglich drauf, was drin sein sollte, nämlich Tire Pressure Monitoring System. Schauen wir uns also doch mal an, was alles dabei ist. Auf die technischen Details gehe ich später ein. So, die Packung sieht recht schlicht aus. Es befindet sich einmal die Betriebsanleitung dabei in 2 Sprachen, Deutsch und Englisch. Dann einmal der Rahmen von der Halterung, den man an die Spiegel, an die Frontschutzscheibe oder aufs Armaturenbrett bauen kann. Hier findet man einen Beutel mit den Klebestreifen für die Rahmenhalterung. Dann kleine Muttern, ein USB-C-Kabel, einen Schraubenschlüssel zur Montage, das eigentliche System. Auf der Rückseite ist hier eine kleine Solarzelle verarbeitet, weil das Ganze dann nachher so an der Scheibe sitzt und dann dementsprechend von außen die Sonnenenergie einfangen kann. Und hier ist dann das Display, was sich dann in einem recht bescheidenen Winkel einstellen kann. Mal gucken, was ich da, dass man das optimal nachher ausrichten kann. Das Ganze kann man dann von der Scheibe auch abnehmen, um es, falls die Solarzelle nicht ausreicht oder die Spannung der Solarzelle nicht ausreicht, auch extern laden kann. Hier hat man den Anschluss für das USB-Kabel und natürlich die 4 Sensoren. Die sind gekennzeichnet mit hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links. Natürlich in Englisch, also Front rechts und Rear rechts. Ja, dann nehmen wir die Teile mal mit und montieren das Ganze mal. So, jetzt gucken wir mal, wo wir das Ganze am besten platzieren. Bei so einem Wetter wie heute sind natürlich die Lichtverhältnisse ein bisschen schwierig. Und ich habe natürlich auch noch helle Klamotten an. Von daher macht es das Ganze nicht leichter. Aber wir schauen mal, wo kann man das Ganze, kann man das sehen? Ja. Wo kann man das Ganze am besten platzieren? Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, wo es ja am sinnvollsten ist. Das soll ja auch möglichst gut ablesbar sein. Aber natürlich auch ein bisschen Licht abfangen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass ich es da hinsetze oder tatsächlich hier oben rein. Ja, ich glaube, das ist sogar tatsächlich mit am sinnvollsten. Ich glaube, hier oben werde ich das Ganze mal hinsetzen. So, das Ganze
kann arretiert werden, sodass es nicht aus der Halterung rausfällt. Denn mir fiel jetzt gerade zum Glück noch vor der eigentlichen Montage ein, dass, wenn ich es hier oben versuche, so an der schwarzen Lackierung anzubringen, dass es nicht ganz so auffällt, wenn ich das so rum, wie es ursprünglich war, montiere, dass man die Einheit nach oben rausziehen muss, dann geht es gar nicht, weil es dann ja dagegen stößt. Aber man kann es zum Glück auch drehen, sodass ich dann zum Abnehmen des Panels oder des Displays das Ganze auch nach unten wegschieben kann. Und ich denke, so gefällt es mir ganz gut. Super, jetzt gucken wir gleich nochmal, ob das auch funktioniert, wenn man hier die... Ah, das funktioniert schon nicht, aber das könnte man natürlich dann abnehmen. Das ist nicht das ganz große Problem. Okay, so machen wir das. Ich habe mich hier tatsächlich gegen die mitgelieferten weißen Kleber entschieden und habe schwarzes doppelseitiges Klebeband benutzt, damit von außen nicht so zwei so präsente weiße Klebestreifen an der Scheibe zu sehen sind. Denn der Rahmen ist schwarz und ich denke, da sieht es einfach doof aus, wenn man da so weiße Klebestreifen dran hat. So, jetzt kleben wir das Ding da mal so ran. So, ziehen das Ganze noch mal raus. Super. Er macht ja erstmal eine Meldung, dass hier nichts verbunden ist. Das heißt, ich muss vermutlich gleich erstmal die Sensoren koppeln. Aber das machen wir später. Erstmal müssen wir die Sensoren ja montieren. So, jetzt haben wir rechts vorne. Also Front rechts. Den legen wir uns hier schon mal parat. Erfahrungsgemäß sind die Felgen ja immer recht dreckig, damit ich mir gleich nicht alles einsaue hier. So. Dazu sind übrigens diese Muttern. Die werden als erstes aufgesetzt und dienen dazu, den Sensor nachher zu kontern. So, es wird aufgeschraubt. Der Sensor wird aufgesetzt. So, jetzt muss die Kontermutter einmal dagegen gesetzt werden. So richtig gut kommt man da nicht an. Naja. So, ich glaube, das ist schon ganz gut. Man kommt also mit dem Schlüssel hier ganz gut hinter. Wenn das dann gekontert ist, dann sieht das Ganze so aus. Der erste Sensor ist verbaut. Jetzt montiere ich noch eben die anderen rein. Dann werden die gekoppelt und das System eingestellt. Gleiches Spiel wie vorhin. Kontermutter parat legen. So, und jetzt fällt mir gerade ein, es macht eventuell Sinn, dass ich vorher erstmal alle Reifen auf den Druck einstelle, wie ich ihn benötige, denn so einfach bekommt man die dann ja nicht ab. Das ist zum Beispiel einer der Nachteile, die ich nachher noch mit euch bespreche. Aber wenn ich jetzt erstmal einen sinnvollen Druck haben möchte, macht es Sinn, das Vormontage der eigentlichen Sensoren zu überprüfen und dementsprechend einzustellen. Das machen wir mal. So, wir führen unseren Kompressor ja immer mit. Den haben wir hier ja eingebaut. So, hier ist mein Zubehör drin und da drin steckt der Kompressor. Zack. So, wir machen mal 4,5. So, Kontermutter ist fest, nächster Reifen. Auch hier erstmal Druckkontrolle und Überprüfung. Auf 4,5 Bar heben wir den wieder an. Sind da kalte Reifen jetzt?
So, Hammer, nächster Reifen. Witzig, ne? Wie UV hier alles kaputt macht. Die roten Ventilkappen sind eigentlich mehr oder weniger weiß. Verrückt. Und auch den wieder auf 4,5. Es geht mit Handschuhen echt, ehrlich gesagt, ein bisschen bescheiden. Tatsächlich ist dieser Schlüssel, den man dafür benutzen soll, der ist eher, naja, sagen wir das mal so, ein wenig arg dünn. Der geht leicht auseinander. Das ist auch schon so angeschrägt hier. So richtig fest kriegt man das nicht. Da gucke ich mal, ob ich noch was anderes finde. Alle Reifensensoren sind montiert und die Reifen auf meinen momentan richtigen Druck eingestellt. Und dann können wir jetzt die Sachen einpacken und dann die Sensoren anlernen bzw. mit dem Gerät koppeln. Dann heißt es gleich, die vier Sensoren anlernen und schauen, ob das Gerät auch meine eingestellten 4,5 Bar anzeigen. Standard 2 Bar. Einstellen der Reifenmenge. Halten Sie M3. Das ist der M. 3 Sekunden gedrückt. 2, 3. Quantity. Okay. 4 oder 2. Der ist jetzt auf 4 eingestellt. Einstellung der Druckeinstellungen. Halten Sie M 3 Sekunden gedrückt. Das funktioniert nicht. Ah, man hätte hier einmal zurückgemusst. So, Adjust. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Drücken Sie lange die Rechtstaste. So. Halten Sie M3. M3 Sekunden gedrückt. 1, 2, 3. Drücken Sie einmal kurz rechts, kurz auf M. PSI Bar. So, jetzt hat er das umgestellt. M auf Speichern. Drücken Sie lange, um zu verlassen. Gut. Aha. So, da. Und da kann man auch schon sehen, dass die ersten beiden Reifen schon gekoppelt sind und auch meine 4,5 Bar anzeigen. So, Temperatureinheit machen wir noch von Fahrenheit. Halten Sie wieder M, 3 Sekunden gedrückt. Da, Temperature. Jetzt hat er umgeschaltet auf Celsius. Das kann man da unten sehen. Und Speichern und den Lange. So, jetzt stellen wir hier mal den Hochdruckwert ein. M, 3 Sekunden gedrückt lassen. Dreimal kurz die rechte, 1, 2, 3, ist jetzt auf 3,0, stelle ich den mal auf 5,5, ist der höchste Druck, ist der Standarddruck für die Reifen und die Standardbereifung. So war das zumindest bei mir eingestellt. Speichern, Feierabend. So, Niederdruck, Pressure Low. Ah, das ist Pressure High, da ist SPH, den muss ich also wieder umstellen. Auf hier auch auf 5,5.
Und speichern. Pressure Load 2 lassen wir so. So, was haben wir da jetzt? 7 THS Hochtemperature Alarm, 75 Grad. Da kann ich ehrlich gesagt gar nichts so richtig zu sagen. Das lassen wir mal so. So, das ist jetzt Austausch. Halten Sie die Einstellung. Die Sensorreifenposition. Oh, das wird wohl. Offensichtlich habe ich jetzt hier alle, was auch immer, gemacht. Ja. Also das Display hier muss ich ganz... Ah, jetzt hat er alles. 4,5, der eine ist noch ein bisschen arg. Warum blinkt der eine Reifen? Was ist das für eine Geschichte jetzt? So. Warum auch immer. So, jetzt hat er auf jeden Fall alle. Das dauert also offensichtlich ein bisschen, bis er alle gefunden hat. Und ja, generell sieht das doch erstmal ganz gut aus. Was kann ich hier jetzt machen? Was ist denn das U eigentlich? Was ist das? Was zeigt er mir da jetzt an? Über diese Taste kann ich auf jeden Fall die Helligkeit in 3 Stufen einstellen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden, was dieses U bedeuten soll. Also wenn ich das hier umschalte, so, was das hier bedeuten soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Was soll das dann sein? Ach, das könnte die Spannung sein, weil der... Right button the main, press the display. Sensor Voltage, da ist es, genau. Also, wenn ich hier auf die rechte Taste drücke, dann wird die Batteriespannung der Sensoren angezeigt. Okay. Dann haben wir das Ganze jetzt und wir können es vorne montieren. Rein theoretisch sollte das Gerät immer selbstständig ausgehen, habe ich richtig in Erinnerung, glaube ich. Gucken wir mal. Die erste Inbetriebnahme war nicht besonders intuitiv, ging aber recht schnell. Die Sensoren waren in meinem Fall schon gekoppelt und tauchten nach und nach dann in dem Display auch auf. Die Bedienungsanleitung, die packe ich mir auf jeden Fall in meine Sonnenblende, falls ich sie dann doch mal irgendwie brauche. Bevor wir das System auf einer kleinen Wochenendreise testen, gehe ich jetzt noch mal eben schnell auf die technischen Daten ein. Das System lässt sich auf 2 oder 4 Reifen einstellen, lässt sich also dementsprechend auch für einen Einachshänger benutzen. Der Druckbereich liegt zwischen 0,2 und 6 Bar und die Alarmwerte können achsengetrennt eingestellt werden. Das System schaltet sich offenbar nach 5 Minuten ohne Bewegung selber aus. Das werden wir auf jeden Fall gleich bei der ersten Fahrt sehen. Also kommt doch einfach mit. Die Schnapphalterung gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. So kann man das Display ruckzuck anbringen und genauso schnell wieder abnehmen, falls man es zwischendurch laden muss. Die Displayhelligkeit lässt sich in 3 Stufen einstellen. Das ist ja ziemlich gut. Wie man hier sehen kann, lässt sich das wirklich ganz klar und deutlich ablesen. Man hat die Werte also wirklich gut im Blick. Wow, das ist dann doch ein etwas längeres Video geworden. Wir haben mittlerweile ein paar Fahrten gemacht und ich kann dementsprechend ein paar Gedanken und meine Einschätzung zu dem Reifendruckkontrollsystem mit euch teilen. Also ich denke, dass man hier für die knapp 40 Euro ein wirklich durchaus vernünftiges, verarbeitetes, gut verarbeitetes Produkt bekommt. Die Sensoren geben einen ziemlich genauen Wert an, das habe ich gecheckt. Dieser deckt sich mit den eingebauten Sensoren bei uns im Ducato und dem Manometer an unserem Kompressor und der Füllstation an der nächsten Tankstelle. Die Montage ist super einfach. Bauartbedingt wirken die Sensoren etwas groß an der Felge, aber das ist meiner Meinung nach noch okay. Die Menüführung und Einstellung, habt ihr gesehen, war etwas gewöhnungsbedürftig, aber man stellt ja auch nicht andauernd irgendwelche Werte dort um. Der Schraubenschlüssel ist eher mau und definitiv nicht dafür ausgelegt, die Sensoren öfter
abzunehmen und wieder aufzuschrauben. Ob mich das am Ende des Tages nicht auch nervt, wenn wir auf einer längeren Reise wieder eher unasphaltierte Straßen und Wege nehmen, das wird sich herausstellen. Ebenso kann ich auch noch nichts über die Batterielebensdauer der Sensoren sagen. Das Display schaltet sich auf jeden Fall auch, also schalte ich auch manuell aus, denn die automatische Abschaltung mag im PKW und während einer Hallenzeit, also Nichtbenutzung in der Halle, gehen. Wenn wir uns im Wohnmobil normal bewegen, registriert das System diese Bewegung und schaltet dementsprechend nicht wie angegeben nach 5 Minuten aus. Da die Reifensensoren ihren Wert offenbar in regelmäßigen Abständen senden, sind die Werte aber dann kurz nach dem Einschalten des Displays dann auch da. Alles im einen halte ich es für eine absolut sinnvolle Ergänzung für alle, die den Reifendruck immer im Blick haben wollen. Dazu zähle ich mich theoretisch auch. Ich weiß halt nicht, ob ich das mit diesem permanenten An- und Abbauen der Sensoren wirklich gut finde. Vielleicht hilft es euch ja aber ein bisschen, euch gegen oder für so ein Reifendrucksystem zu entscheiden. Mir hat das Video auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr Interesse an dem Reifendruckkontrollsystem habt, ihr findet den Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung und das Produkt gibt es auch in unserem Amazon Rundeuropa-Shop. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr mögt, im nächsten Stellplatz-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme Vorweihnachtszeit und ja, bis demnächst. Outdoor Kelly.